Jo, Freunde, Weihnachtszeit ist um, das Jahr ist um. Und wir verlassen das Weihnachtsdorf für ein Jahr. Ciao, Weihnachtsdorf. Oh, ihr netten kleinen NPCs. Vielleicht sollten wir vorher noch schlafen gehen. Vielleicht sollten wir vorher schlafen, verschieben wir das noch mal ein paar Minuten. Es ist gerade dunkel und es ist keine gute... Nehmen wir nochmal das Bett hier nochmal rein. Ja, Freunde. Da haben wir das Jahr geschafft. Heute ist der 31. Dezember. Sonntag. Und ich mache eine kurze Folge mit euch. Hab nicht viel Zeit. Deswegen auch nur eine kurze Folge. Na, ich habe immer wenig Zeit. Ist klar. Hier müssen wir es auch nochmal ausbessern. Aber das ist Arbeiten, die fürs nächste Jahr sind. Tja, das war's. Wir gehen dann, würde ich mal sagen. Achso, ich habe ein paar Geschenke gekriegt hier. Ich habe da tatsächlich auch Weihnachtsgeschenke gekriegt. Von meinen beiden Kleinsten auf diesem Server. Naja, sehr nett von den beiden. Das ist wahrscheinlich auch nur Sachen, die ich denen mal irgendwann mal besorgt habe. Weiß man ja natürlich nicht. Die gehen natürlich auch Minen. Ja. Aber nette Sachen dabei, okay. Aber gut, ciao. Ciao, mein Weihnachtsbaum. Ciao, meine Iglos. Ciao. Tschüss. So. Nun gehen wir. Oh, hier ist Kohle. Oh, das können wir ja nochmal mitnehmen, ne? Wieso ist hier Kohle? Hier hätte gar nichts mehr sein dürfen. Interessanterweise. Ja, na gut. Wie da jetzt Kohle hinkommt, das weiß ich jetzt auch nicht. Hm. Gehen wir übersehen. Ja, man schiff dann wieder nach Hause da. Das kam mir gestern vor, dass wir hierher kamen. Und das war ja irgendwie Ende November. Eben halt. Zum ersten Advent. Und jetzt gehen wir schon wieder. Der vierte Advent ist also sozusagen rum. Es wäre der fünfte heute. Ne? Wenn der fünfte Lichtlein brennt, hast du Weihnachten verpennt. Ja, dumm gelaufen. Ja, also dem das passiert ist, der muss jetzt leider für ein Jahr warten. Und dann geht es wieder weiter. Oh Gott, die Musik ist düster. Haben wir nicht was nicht so düster ist? Im Moment. Das ist ja mindestens genauso düster. Etwas Verschilligeres. Nö. Oh, den Brocken da weg. Etwas Tragendes brauchen wir, ne? Das ist ja immerhin jetzt so ein Abschied, ne? Für ein Jahr. Ja, wir haben nicht so viel gemacht, ne? Wir haben echt nicht viel gemacht. Ich hatte auch Mist. Echt wenig Zeit. Ah, ja. Ich habe eigentlich auch jetzt gerade keine Zeit. Also ist das halt, ne? Ich mach das jetzt einfach mal. Das ja, sich eben halt zu Ende nähert, dann wollte ich mir schon ein paar Minuten für euch widmen. Vor allem, macht mir das ja eigentlich auch Spaß, aber ich habe so viel auf dem Programm. Ich muss so viele Videos noch schneiden, reale Videos, also ja, die halt um das echte Leben sich drehen halt. Drehen, gedreht, drehen. Ja, ja. Ja, gestern habe ich mir mit den Kindern Star Wars angeguckt. Der war ja ziemlich schlecht in den Kritiken. Puh, ich fand ihn jetzt nicht so sehr anders wie die anderen Star Wars Filme. Ja, die haben irgendwie nichts sehr viel schlechter gemacht. Na gut, schade, dass sie jetzt natürlich den Luke auch getötet haben. Irgendwie wollen sie da die alten Schauspieler alle raushauen. Und die, sie hätten mal sterben lassen müssten eigentlich in diesen... Diese epischen Serie eigentlich, wäre ja eigentlich die Leia, ne? Weil die ja tatsächlich gestorben ist. Die ist ja dieses Jahr von uns gegangen, leider. Tut mir leid. Ja, sehr schade. Also da hätte es eher gepasst. Luke Skywalker ist ja noch ein bisschen da. Ja. Aber gut. Aber irgendwann muss es ja natürlich, müssen natürlich Platz machen für Jüngere und das ist auch gut für mich. Schon schade. Ich bin mit denen aufgewachsen. Star Wars war tatsächlich ja mein... Ich glaube, mein erster Kinofilm, den ich gesehen habe. Ja, und das habe ich auch tatsächlich mit meinem Vater geguckt. Und die Kinder haben es mit mir geguckt. Also ich würde es sehr schade finden, wenn, die Serie nicht fortgesetzt wird. Einige haben geschrieben, oh, hört bloß auf mit der Serie, bricht das Scheiß ab, irgendwann muss man ein Ende haben. Aber nee, warum? Warum sollen...
die Kinder meiner Kinder nicht auch die Möglichkeit haben, also mit ihren Sohn oder Tochter zusammen ins Kino zu gehen, um eben halt Star Wars zu gucken. Und nicht. Ich finde es irgendwie, ist das schon so was so Tradition bei uns der Familie, dass das, die Väter mit den Kindern Star Wars gucken gehen. Ja. Gut, ich gucke mir natürlich. Oh, die Musik darf gar nicht sein, warte mal. Wieso ist die Musik drin? Bla 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 bla. Geh mal Alarm. Wieso kommt die Musik da rein? Das ist doch gar nicht hier Game of. Wie sind da reingekommen? Oder ist das tatsächlich Musik von The Witcher oder so? Da weiß ich nicht. Weiß ich ja sicher. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich jetzt verwirrt, dass da jetzt Gesang drin ist. Und das, ja, das weiß ich. Das gehört zum Spiel, aber. Ja, immer nur Spielermusik drin. Ich hole mir die Kohle hier weg. Ich weiß nicht, warum auf einmal überall Kohle ist. Komisch. Hoffe ich jetzt wieder zurück, ob die Richtung verwechselt? Ich weiß es nicht. Ich werde es ja merken. Nee, ich glaube, ich laufe richtig. Ich laufe richtig. So. Ja, also Star Wars. Ja, also. Ich finde schon, die sollten sich ruhig ein bisschen mehr Mühe geben bei den weiteren Folgen. Ich meine, die haben die Ansätze gelegt für die Fortsetzung. Sollten sie auch unbedingt tun. Aber sich ruhig gerne notfalls ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ja. Und wenn mein Sohn dann halt 10 ist, dann wird er sich ja immer noch gerne da was angucken, hoffe ich mal, denke ich mal. Ja. Und so große weiß ich dann nicht mal, ob sie das noch gucken würde. Ich auf jeden Fall. Ich mag ja Science-Fiction-Filme und wenn sie denen nicht ganz so plump daherkommen, dann gucke ich es mir halt gerne an. Ne? Aber sonst immer, eigentlich bin ich ja so ein primär Star Trek-Fan, aber das ist ja mittlerweile auch ausgeartet in eine Action-Science-Fiction-Serie, weniger Erkunden der unendlichen Weiten. Ne? Also, ist da noch was Leckeres drin, was ich brauchen kann? Nö, nicht wirklich. Schon habe ich hier. Andasit ist da drin. Erde, Erde brauche ich nicht. Schnee brauche ich auch nicht. Ja. Tun wir Bruchstein hier rein noch, falls einer mal Bruchstein braucht. Hallo Bruchstein. Ich glaube, die Kiste auf der Server spinnt. Puh, was ist das für Geräusche? Okay. Da ist Server ein bisschen gehakt. Ja. Okay, ja. Gut, also. Ja, eine Top-Note kriegt natürlich der Film auf gar keinen Fall. Ich würde aber auch nicht sagen, guckt euch den Film nicht an. Ja. Also. Ich denke schon, dass man kann ihn gut gucken. Also ich fand, es waren Passagen langatmig, aber sonst, es hatte, ich weiß nicht, war irgendwie doch letztendlich wie Star Wars halt. Ja. Geschichte ist recht ziemlich simpel, ne? Gut gegen böse und so, hast du gesehen. Ja. Das ist cool. Ich sollte was essen. So, meine Vorräte sind aufgezehrt. Was wir brauchen? Nö. Genau, ich muss mein Texturpack gleich ändern. Das ist ja noch das Weihnachtstexturpack. Aber so ein bisschen schneller gehen. Bevor es dunkel ist. Wir sollten da bei der Eisenbahn schon sein. Ja, weil dunkeln Reisen ist hier nicht so gesund. So. Wenn ich keine Vorräte mehr habe. Sind aber gleich da. Nicht mehr lange sind wir da. Und dann fängt das laute Gepolter der Bahn an wieder. Oha. Und schon sind wir da. Wir sind bei der Bahn jetzt. Hey. Ja. Nun wirklich. Das ist der Abschied wirklich. Schreiten wir durch dieses Tor und sehen uns dann erst hier Dezember 2018 wieder. Was ist das denn für ein Buch? Was ist mit dem Buch in der Tasche? Hä?
Achso, das sind die Rezepte. Achso. Okay. Interessant. Was können wir da noch hinpacken? Grünapfel? Ist das da die andere Hand? Okay. Hm. Ja. Crafting Table. Hm, ne, genau, ja, das auch mal. So. Ja, dann haben wir es geschafft. Stein, wir haben noch einen Stein hier. Und den restlichen Stein hier auch noch Brennstoff. Nehmen die auch noch mit. Die Geräusche. Muss ich mir Sorgen machen. Dunkel. Rinne. So, wir nehmen das Kohle nicht alles mit, dann bist du erstmal noch hier, aber das meiste wird. Ach, wir haben noch gebratenes Fleisch da. Okay. Haben wir noch eine Lore hier eben am Start? Lore, Lore, Lore. Ja, auch ganz viele. Mhm. Genau, zwei müssen ja auch noch zurück. Okay, da passt das ja. Drei bleiben hier. Das ist richtig. Genau. So. Abfahrt. Jetzt wird's laut, Leute. Tut mir leid. Und ciao. Und leider mal. Leiser machen. Hört nix. Oder Kreaturengeräusche. Interessant. Okay. Das ist aber doof, dann höre ich die Geräusche der Kreatur nicht, ne? Dass ich den Zaun von der Lore nicht extra einstellen kann. Ja, okay. Das war zum Thema Star Wars. Habt ihr noch ein Thema? Ja. Rückblende, ja. 2017. Hm. Da ich nicht viel gemacht habe, ist nicht viel zurückzublenden, oder? Ja, ich habe ein bisschen meine DSA-Ideen umgesetzt. Ach, ich weiß auch nicht. Ja, DSA versucht ein bisschen umsetzen. Livestream habe ich immer noch nicht hinbekommen. Das wird dann vielleicht ein Thema mehr 2017. Mal gucken, ob das dann passt. Ja. DSA, ja, Singleplayer Mission 2 habe ich glaube mit euch gemacht. Ein drittes hatte ich vor. Ich habe es noch nicht umgesetzt. Ist auch erst fürs nächste Jahr dann vorgesehen. Jedenfalls steht es in meiner Agenda drin. So. Ich hatte ja noch was geplant. Ich weiß es nicht mehr. Ich schreibe mir das ja auch nicht auf. Ich plapper hier so los, was ich so an Ideen habe, was ich dann das Folgejahr vornehme, was ich machen könnte. Und dann, wenn es soweit ist, das Jahr läuft und läuft und dann, ja, einige Sachen erinnert man sich dann noch, aber das andere fällt dann hinten runter. Und man erinnert sich am Ende des Jahres, oh, das wollte ich ja eigentlich noch gemacht haben. Ja, wie das mit dem Livestream. Ja, das habe ich immer vor mir hingeschoben. Ich wusste ja auch nicht so wirklich, was mache ich in dem Livestream, was soll gespielt werden. Das klingt wieder nach so einem Gamer. Ja, das ist auch wieder hier so. Komisch, was sind irgendwie. Ich muss die Playliste checken, da stimmt doch was nicht. So. Komisch. Ist das Game-Musik? Gut, ich kann sagen, ich habe da von einem anderen Spiel auch noch Musik drin. Ja, da passt hier alles nicht so ganz. So. Passt irgendwie nicht zum Jahresabschlussvideo. So. Okay, das passt wieder. Das ist wieder okay. Tja. Nö, da war es eigentlich so. Sims habe ich, ne? 1, 2, 3, 4 mit euch gespielt. Über Weihnachten ein bisschen ein paar mehr Folgen davon gebracht. Aber sonst insgesamt natürlich auch. Ist ja aber überschaubar. Privat bei mir nicht so ganz alles geschafft, was ich gerne gewollt hätte. Ja. Und habe auch noch einen Riesenberg vor mir noch, was dann nächstes Jahr auf mich wartet.
weiß auch noch nicht so ganz, wie ich das mache. Und das ist erstmal mein Problem. Das ist natürlich nicht. So, ja. Dann. Heute, achso, heute haben wir wunderschöne zwei Pizzen gebastelt. Ich sag extra gebastelt. Wir haben nicht gebacken. Wir haben eine Glühbirnchen-Pizza gemacht und eine Schokoladenpizza. Ja. Ja. Das war ganz lustig. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe leider keinen Facebook-Channel jetzt für mein Wackel-TV. Hatte den von Steiner gelöscht und habe dann aber keinen neuen angelegt. Mal sehen, vielleicht mache ich das auch. Vielleicht auch einen Punkt, was ich dann dieses Jahr angehen sollte. Vielleicht auch eine Webseite. Weiß ich auch nicht. Machen. Jo. Und ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was vielleicht eine gute Idee wäre, was ich mal ausprobieren könnte. Ansonsten. Achso, ja, wir haben. Ich glaube, dieses Jahr habe ich, glaube ich, 3 bis 4 neue. Das war wenig, aber naja, stetiger Tropfen hielt den Stein, ja. Also 4, ja. Sogar 4 neue Abonnenten. Ja, die Aufrufe, meine Videos sind auch gestiegen. Also, nee, alles ganz schlecht. Das ist zwar nicht. Wow, ne, ich werde jetzt reich. Ich kenne die Welt, ich bin Fame. Nein, das nicht, das will ich auch nicht. Das ist mein Ziel wäre schön, das hat natürlich passiert. Okay, dann passiert es. Wenn es nicht, dann nicht. Ich mache das ja sowieso. Ich spiele sowieso. Und, ja. Meistens rede ich mit mir selber. Und das tue ich im Prinzip jetzt ja eigentlich auch nur mit mir selber reden. Und suggeriere, als wenn ich das mit jemand anders erzähle. Aber, ja, ihr seid es ja. Doch, das. Ja, das war aber mal anders. Ich glaube, wir haben dann eben halt 1, 2 Klicks nur waren und das waren wahrscheinlich die einzigen Klicks, die ich selber generiert habe, weil ich meinen zweiten Account auf dem Fernseher meine eigenen Folgen mal geguckt habe und mir so überlegt habe, was könnte man denn noch so da so verbessern. Mhm. Ja, klar, meine Aussprache muss immer noch ein bisschen ordentlicher werden. Also es ist noch sehr genuschelt, teilweise zu schnell immer noch. Ja, da muss ich arbeiten, ich muss entspannter werden. So. Das ist die Strecke lang, ne? So. Schauen wir in die Vergangenheit. Ah, mal in die Vergangenheit schauen. Ah, Vergangenheit. Hol uns das Schwarze ein. Das Schwarze holt uns ein. Dunkelheit. Oh nein. Schaffen wir es. Schaffen wir es zu entkommen? Aber es sieht doch so aus, wenn die Dunkelheit uns einholt, oder nicht? Dann bilde ich es mal ein. Schneller. So, ja, gleich kommen wir in unsere Zwischenstation, ne? Das ist unser Tunnel zu Hause sozusagen. Müsste jetzt gleich kommen, glaube ich. Wenn wir ja automatisch auf der Lore geschmissen. Ja. Das ist so komplett hier der Tunnel, für die es nicht mitbekommen haben, ist tatsächlich aus den Steinen gebaut worden, die hier entstanden sind, um den Tunnel hier überhaupt zu graben oder zu sprengen. Ja, ich hätte mir gesprengt. So, aber ich muss ja ziemlich viel wieder gerade klopfen und so. Also die meisten Steine, da ich glaube 98% davon sind halt durchs Abbauen. Ne? Abgebaut wie ein Gott. Huh, das leckt. Was soll das? So, oh, jetzt wird schmal. Jetzt, ja, das ist ja schon ein Anschluss an den alten Tunnelsystem. Der uns dann ins eigentliche Zuhause bringt. Pop, Ausstieg. So, die Lore rollt noch ein bisschen weiter. Das macht nichts. Aber wir sind jetzt. Wo war denn der Knopf? Hier war doch ein Knopf. Hätte ich mal hier einen Knopf gehabt? Hier war doch ein Knopf. Der ist auch noch da. Sag mal. Also bei diesem Texturpaket kaum zu sehen. Hm, eine Toilette. Hier auch mal ein bisschen baden. Oh. Oh, schön baden nehmen. Oh, schön. Oh, schönes Bad. So, oh, schön frisch. So, Toilette muss ich jetzt gerade nicht. Da haben wir hier noch was drin hier. Kohle haben wir da noch drin. Aber keine Materialien, die hier runtergebrannt werden, ne? Mhm, halt durch. Da ist auch nichts drin. In der Kiste ist nichts drin. Ja? Da ist was drin. Stein ist da drin. Und das hier ist auch Stein. Können wir hier mal mitnehmen, ne? Stein können wir brauchen zum Bauen. So. Mhm. Oh, guck, wie schön. Das habe ich noch. Ah, cool. Das ist ja schön. Nur schade, dass das jetzt dabei ist, ne? In der Weihnachtszeit. Ah. Okay. Haben wir noch ein Bild oder was? Das einzige Bild, was ich angehangen habe.
nicht fertig. Aber. Nee, hier sind keine Bilder. Fackeln sind hier noch am Start. Ich habe noch genug Fackel. Ich muss ein bisschen Fackel. Ich werde noch mitnehmen. Papier, Bücher. Ja. Brauche ich Bücher noch? Nur mal so ein paar 7 Bücher mit. Wenn ich was damit machen möchte. Dieses Ding hat hier keine Hose an. Klar. Eine Hose um, die ich loswerden will? Nö. Ja, ist klar. Keine Hose. Keine Hose da. Redstone-Block, nehmen wir einen Redstone-Block mit. Nehmen wir einen Redstone-Block noch mit. Kohle-Block nehmen wir noch mit. Eisen-Block. Ich weiß nicht, wie viel Eisen ich brauche. Was ist das denn? Prisma-Kristall. Ich weiß gar nicht, wofür ich das brauche. Labzieb. Ja, bitte. So. Schleimball. Oh ne, Goldbar brauche ich auch nicht. Gar keine Goldblöcke mehr, ne? Und den tue ich hier mit rein. Redstone-Lampen. Brauche ich das? Nicht so wirklich. Kissen alle weit geht leer. Ein bisschen Holzstil, Farbe. Leise. Oh, ist auch noch ein bisschen geraffelt. Redstone-Fackeln. Türen. Zäune. Okay. Das brauchen wir alles nicht mitnehmen. Ist das nicht ein Buch? Zauberungsbuch, Schutz 1. Na gut. Wir gehen dann mal wieder. Das Werkzeug brauchen wir auch. Hä? Was ist denn die Kiste? Ach, wie schnell wir haben. Und zu wenig. Drei Loren rein eigentlich, standardmäßig. Wir fahren weiter. Und entfernen uns noch weiter. Und die Dunkelheit haben wir abgehängt. Wunderbar. Einfach. So, ja. Gut, ja, wenn wir die Fahrt hinter uns haben, dann haben wir auch dieses Jahr geschafft. Und ja, dann möchte ich mich bei euch bedanken. Für all jene, die mich dann trotzdem begleitet haben durch dieses Jahr und neu dazugekommen sind, auf jeden Fall. Herzlich willkommen natürlich erstmal und vielen Dank. Und auch jene, die hin und wieder mal einen Kommentar da lassen haben. Ich muss erstaunt feststellen, dass es zumeist eigentlich positive war. Kritik gab es ein oder zwei, aber die waren okay. Das ist okay. Kritik muss man leben und die helfen einem auch weiter meistens. So, alles klar. Ja, Mensch. Ich habe da noch nichts mehr weiter. Ich rase jetzt dem Jahresende entgegen. Ja, ich stemme mich dagegen, aber es setzt nichts. Die Zeit ist erbarmungslos. Die Zeit ist ein Raubtier, sein unerwiegt aufzehrt. Ja, ganz langsam. Naja, was soll's. Opa. Ich schwach jetzt einfach. Ich leite jetzt einfach im Jahresende entgegen. Naja, weiß nicht, ob ich das hochgeladen habe, wann ihr das sehen könnt. Ich hoffe, das passt noch mit den Jahreswechsel zusammen. Es geht aufwärts, es geht aufwärts, es geht nicht immer nur abwärts, es geht auch zum Stück aufwärts. Und ich hoffe, dass es für euch dieses kommendes Jahr auch aufwärts geht. 2018, sage ich da, falls das Video nicht rechtzeitig schafft, vor Jahresende online zu sein. Auch hier 2018 wünsche ich euch ein erfolgreiches Jahr, ein gutes Jahr, ein gesundes Jahr, ja? Alles klar. Jetzt schmeiße ich hier nochmal auf die Lore. Weiter, können wir noch ein bisschen Musik hören. Und dann sind wir natürlich am Ende.
dürfen. Jo. So, Minecraft, ja, weiß ich gar nicht, wie wir da jetzt weitermachen. Wir werden das auf jeden Fall die Unterwasserstadt-Erweiterung da zu Ende bringen. Und dann mal schauen. Ja, die Quest für die Kids, das hat nicht so ganz so gut geklappt. Das ist nicht so gelaufen, wie ich das gerne gemacht hätte. Aber gut. Wir werden vielleicht nochmal versuchen, weil wenn sie ein bisschen reifer sind, ein bisschen fähiger. So, das ist eine Wolke. Das sieht ja krass aus, wie so ein Luftschiff. Okay. Der schicke Bahnhof. Und reingefahren. Nein, verkehrt. So. Jetzt müssen wir weiter. Wir überlegen, was wir hier machen. Bis jetzt. Ja, zu wenig. Hopp. Das ist hier so wenig geworden dann. Voller Scheiße. Nochmal ein Question Table hier mal schnell. Hier steht keiner. Leider nicht. Ich will uns mal schnell hier. Weil ich möchte die Dinger nicht leeren. So, hier noch schnell eine Lore fertig. So. Geht gar nicht, da habe ich keine Lore. Also wie Loren drin sind. Zwei ist zu viel. Eigentlich muss er mit drei pro Station stehen. Aus Gründen sind hier keine. So. So. Fahren wir mal schnell rüber. Richtig, ich hoffe es. Ja, ja, doch, ist richtig. Und dann kann ich umsteigen auf ja, der Wasserstadt. Ja, Mensch, 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 haben wir das noch? Weil wir schon hier verbraten, oder? Ich jetzt die Zeit nicht gemessen. Sollte jetzt eigentlich mal eben schnell gehen, nur die Rückfahrt und so und Verabschiedung. Glückwünsche, Wünsche zum neuen Jahr. Aber es hat nicht so ganz geklappt. So, wir müssen jetzt dahin. Ja, und zur Unterstadt, auf geht's. Einsteigen, anschnallen und genießen. Ja, es ist einem tatsächlich gelungen, ein Spieler die Gleise hier wegzusprechen. Ich weiß nicht, ob auf diesem Tunnel war oder auf einem anderen Tunnel. Auf jeden Fall ist er, statt an Küber vorbeizufahren, hat er sich da den Küber angelegt und hat es natürlich nicht rechtzeitig geschafft. Der ist natürlich hoch hier. Ja. Aber hat er wohl gefixt, den Krater. Ich habe gerade jetzt nichts gemerkt. Dass hier überall immer in der Tür offen sind. Schleicht er doch nicht mal hier rum. Fackeln in der Decke. Ich hab doch alle Kinder links runter gemacht, die kriegen wir Fackeln in der Decke. Geht das? Nee. Ah, ich hab da geschlafen. Feuerwehr, schön. Ja, Feuerwehr kann ich jetzt hier gerade nicht machen. Ich hab nichts dazu vorbereitet. Ich muss eigentlich mal einfach nur dieses Abschiedsvideo für dieses Jahr und wir sehen uns dann nächstes. Das hat schon geht. Schon wieder ein Jahr rum. Ja, habe ich letztes Jahr so ein Video gemacht, ich weiß so gar nicht mehr. Wo ist es gar nicht mehr? Ich hatte ja so ein bisschen ja auch, ja, die Geschichte ein bisschen ruhen lassen, ich habe so ein bisschen weniger gemacht. Es ist 18 Uhr, ne? Da dürfen wir gut ballern, ne? Nee, noch gar nicht. Oh, es ist 17 Uhr. Dürfen wir noch gar nicht. Hey, Wuffi. Mein Wuffi? Das sind meine Wuffis. Wie sitzen da alle? Halt. Wie sitzen die denn alle? Sollten noch mitkommen. Ja, wir schaffen die das Ding einzuholen. Kommt ihr mit? Ja. Ja, die Lore wird natürlich jetzt bis zum Ende fahren, ne? Das ist klar. Und die Hunde kommen mit.
Und die kommt ja. Warum haben sie sich hingesetzt? Das verstehe ich nicht. Weil die sollten eigentlich mitkommen. Ich wollte die eigentlich zum Dorf mithaben. Aber auf einmal waren die weg. Die haben sich hier drauf hingesetzt und gewartet auf mich. Das ist ja süß. Ja. Das ist ja wirklich süß. Komplett. Hallo, Ofi. Oh, das ist ja süß. Mit einem roten Zipfelmützen. Schön. Ja, wir laden gleich das neue das neue alte Textur. Hier muss noch viel gemacht werden, wie man sieht. Könnt ihr mir folgen? Ich hoffe. Hüppel mal. Aber wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Also so weiter war es jetzt noch doch glücklicherweise nicht. Ganzen Kürbisköpfe hier. Alles klar, da. Na komm, Profis. So, wir müssen hier wieder eine reinlegen. Ich hoffe, die anderen denken auch dran. Deswegen. Ein Profi kann hier mal Wache schieben. Komm mit, Profis. Na, kommt ihr? Alle da, ne? Genau. Hopp, setz dich mal hin. Teilen Sie mal so ein bisschen. Komm mal mit zu mir. Komm mit, komm mit. Hey, Wuffi ist hier. Komm mal dahin. Und nun der letzte, Wuffi. Mach hier hin so. Komm mal hier zu mir. So, dann haben wir ein paar Hunde verteilt hier. Ja, lass ihn mal hin. Dankeschön. Liebe Wuffis, haben wir auf euch gewartet. So was Süßes. Tja. Okay, das war's. Wir sind jetzt wieder hier. Unseren kleinen Zuhause unter Wasser. Hallo Wuffis. Ja, auch noch Wuffis ohne Ende. Ja. Ich glaube gerade Zombie. Was ja nicht schlecht ist, ne? Jo. Alles klar. Das war's dann. Und ich wünsche euch was. Einfach. So, einfach tschüss. Ich habe alles gesagt auf dieser Reise, was ich euch sagen wollte. Ja. Ja, ganz einfach, kurz einfach danke. Ciao und guten Rutsch. Euer Jockel.